Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu diesem Video hier bei mir auf dem Kanal. Mit mir vor der Kamera der Mazda CX-5. Der hat eine Modellüberarbeitung bekommen. Deshalb schauen wir uns genauer an heute. Unter der Motorhaube arbeitet ein 2 Liter Vierzylinder Saugmotor mit 165 PS. Wir sehen auch schon eine neue Lackierung hier in so einem Sandmetallic. Wir haben zusätzlich auch eine neue Ausstattungslinie mit dabei, nämlich Newground. Was sonst noch neu ist am Mazda CX-5, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Und ich möchte euch heute mit auf eine immer gleiche Strecke hier nehmen, nämlich unsere Verbrauchsrunde. Die beinhaltet 50% Überland, 40% Autobahn VMAX 140 und 10% Stadtverkehr, sodass wir den Alltag hier genauer abbilden können für euch und auch eine immer Vergleichbarkeit zu anderen Modellen schaffen hier bei mir auf dem Kanal. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mein Fahrgast mit an Bord seid. Während der Fahrt werde ich euch natürlich alles Wichtige rund um den frisch überarbeiteten Mazda CX-5 mit an die Hand geben. Wie sind die Platzverhältnisse? Wie fährt er sich? Wie sitzt es sich? Was geht in den Kofferraum rein? Und natürlich am Ende des Videos wollen wir auch einen Blick natürlich auf den Verbrauch werfen. Wie effizient arbeitet denn der SkyActiv-G hier unter der Motorhaube? Und vor allem, was kostet der Wagen? Sowie dann gibt es noch ein paar persönliche Worte von mir. Wenn das Ganze euch interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und auch gerne teilt. Vor allem aber eure Meinung unten in der Kommentarbox hinterlasst, damit wir am Ende des Videos auch miteinander diskutieren können. Und somit würde ich sagen, wir steigen ein, schnallen uns an und fahren los. Die Änderungen beim Mazda CX-5 Facelift sind überschaubar. Neue Scheinwerfer an der Front, neue Rücklichter am Heck und ansonsten ganz, ganz dezentes Make-up. Weiterhin der große Kühlergrill mit der Chromspange umrandet und jetzt neu beim Newground haben wir neongelbe Designelemente, in dem Fall hier im Kühlergrill schon diese neongelben Punkte. Am Heck bleibt es auch dann eben eher rundlich. Der Mazda CX-5 bleibt auch mit seinen Abmessungen identisch, 4,58 Meter Außenlänge, Außenbreite 1,85 Meter ohne Außenspiegel und eine Bauraumhöhe von 1,69 Meter. Hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe bietet der Mazda CX-5 ein durchaus gutes Gepäckraumvolumen von 522 Litern Standard-Laderaumvolumen. Die Laderaumtiefe im Standardbereich 95 cm und knapp über 1 Meter ist zwischen den Radkästen Platz. Unter der Laderaumabdeckung, die auch sehr schön als Laderaumrollo dann nach oben mit der Heckklappe mitschwingt, gibt es einen doppelten Laderaumboden. Ein paar Zentimeter gewinnt man damit, wenn man dann die zwei Platten nach unten legt. Zudem hat der Newground eine Anti-Rutsch-Seite vom Laderaumboden, was auch sehr angenehm ist, wenn man dann mal Gegenstände mitnimmt, die dann nicht unbedingt so leicht verrutschen sollen. Oder eben schmutzig, damit man es schöner abwaschen kann. Die Rücksitzlehnen lassen sich im Verhältnis 40-20-40 umlegen. Es entsteht ein fast ebener Laderaum und die maximale Ladekapazität besteht dann bei 1658 Liter. Das ist gutes Standardmaß hier in der Mittelklasse beim SUV. Auf der Rücksitzbank dann sitzt es sich sehr angenehm, vor allem auch hoch positioniert. Wir haben eine toll gut ausgeformte Rücksitzbank, angenehm straff gepolstert. Schön auch der Stoff hier, auch hier wieder mit den neongelben Einlagen, die wir hier haben. Und zusätzlich gibt es dann eine Mittelarmlehne und in der Mittelarmlehne sind dann zwei USB-A-Anschlüsse untergebracht, was ich sehr clever finde. Zudem haben wir hier Lüftungsaustritte in der Mittelkonsole,
natürlich auch ISOFIX-Verankerung an den Außenpositionen, genügend Kopffreiheit, genügend Knieraum. Also hier lässt es sich wirklich angenehm reisen in der zweiten Reihe. Das Einzige, was mir noch fehlen würde zu vollendeten Familienglück, wären dann tatsächlich noch Sonnenschutzrollos für die Mitreisenden im Fond. In der ersten Reihe sitzt es sich dann auf angenehm gut ausgeformten Sitzen sehr, sehr schön. Der Fahrersitz hier im Newground ist elektrisch einstellbar. Wir haben auch eine manuelle Lordosenstütze. Der Sitz ist gut ausgeformt, auch wirklich langstreckentauglich, ist nicht zu hart, nicht zu weich gepolstert, bietet aber nicht sonderlich viel Seitenhalt. Das könnte durchaus besser sein und eine ausziehbare Schenkelauflage wäre dann auch noch wünschenswert. Der Fahrer blickt dann nicht nur auf ein wunderschönes Dreispeichen-Multifunktions-Lederlenkrad, was sehr einfach in seiner Bedienung ist. Wir haben auf der linken Seite Audio- und Bordcomputer, auf der rechten Seite haben wir dann den Tempomaten untergebracht. Der Lenkkranz, angenehm dünn, liegt wunderbar in der Hand, fühlt sich auch haptisch sehr schön an mit diesem Glattleder, was hier verbaut ist. Dann schweift der Blick des Fahrers auf ein ja fast schon klassisches Kombi-Instrument. Wir haben in der Mitte dann die große Tube, die hier aufgebaut ist als Display für die Geschwindigkeitsanzeige. Auf der linken Seite haben wir dann den Drehzahlmesser und rechts haben wir dann noch die Anzeigen für Tankfüllstand und Kühlwassertemperatur. In der Mittelkonsole fällt dann der Blick auf ein hier verbautes 10,25 Zoll großes Display, was senkrecht hier quasi auf dem Armaturenträger thront. Das bedient man im Stand, wohlgemerkt nur als Touchscreen oder aber dann eben während der Fahrt völlig intuitiv, fast schon wie es BMW eingeführt hat, mit einem Drehdrücksteller und wir haben hier um den Drehdrücksteller herum auch entsprechende Direktwahltasten für Home, Navigation und Audio sowie eben hier noch einen physischen Lautstärkeregler, worüber wir auch das Infotainment an- und ausschalten können. Ein schönes klassisches Klimabedienteil, Zwei-Zonen-Klimaautomatik ist hier verbaut in unserem Fall. Zusätzlich gibt es hier sogar noch eine Lenkradheizung, also auch hier ist für ordentlich Komfort gesorgt im Mazda CX-5. Was mir richtig gut gefällt ist, Materialien wirklich sehr, sehr fein. Tolle Verarbeitung, hier in unserem Fall auch ein mit Kunstleder bezogene Armaturentafel hier. Das wirkt nicht nur wirklich optisch schön, sondern auch richtig haptisch toll gemacht. Also eine feine Verarbeitung, die Mazda hier zieht. Also da hat man wirklich definitiv den Premium-Anspruch vollends getroffen. Dann in der Mittelkonsole sehen wir noch zusätzlich diese Lüftungsaustritte, die dann eben hier im Newground noch neongelbe Akzente bekommen haben. Bisschen schade ist, dass die Mittelarmlehne hier nicht in der Länge verstellbar ist. Dafür sehr positiv, unsere Induktivladeschale hier in der Mittelkonsole hat sogar ein An- und Aus-Taste. Heißt, wenn das Telefon sogar mal ein bisschen zu warm werden sollte oder ähnliches oder wir es nicht geladen haben wollen, dann können wir das sogar entweder an- oder ausschalten. Finde ich richtig klasse, dass man da mitgedacht hat. Nicht nur die Bedienung ist hier drinnen absolut intuitiv und perfekt umgesetzt von Mazda. Beim Antrieb setzt man ebenfalls auf Perfektion, wobei man aber hier einen eigenen Weg geht in der Automobilwelt. Denn Mazda sagt, der Verbrennungsmotor ist noch lange nicht zu Ende entwickelt und aus dem Hintergrund setzt man hier auch konsequent noch weiter auf den Ottomotor. In unserem Fall haben wir hier einen 2 Liter Vierzylinder Saugmotor, ja, einen Saugmotor, der 165 PS und 213 Newtonmeter maximales Drehmoment entwickelt. Beim Sauger ganz klar, die Charakteristik ist typisch, untenrum eher etwas schwachbrüstig, obenrum kommt er dann, dreht aber auch richtig toll aus, bis an die 7000 Umdrehungen dreht der Vierzylinder hier frei und wirklich auch willig aus. Gekoppelt ist das Ganze hier dann an ein 6-Stufen-Handschaltgetriebe in unserem Fall, was sich sehr angenehm schalten lässt. Kurze Schaltwege, präzise Schaltwege und das Ganze macht dann auch durchaus Laune, wenn man im Alltag damit unterwegs ist. Der Skyactiv G genannte Antrieb hier, der macht seine Sache in der Sache Laufkultur richtig gut, dreht auch wie gesagt schön, aber was ihm ein wenig fehlt, ist dann doch ein bisschen Drehmoment untenrum, vor allem wenn man einen Turbomotor gewohnt ist, dann ist man dadurch schon so ein bisschen
sage ich mal, versaut, weil man da eben so viel Kraft untenrum schon hat, dass man gar nicht gewohnt ist mehr, hier die Gänge so komplett auszudrehen. Und wenn man das dann aber mal drinnen hat, dann geht es auch hier echt flott voran. Der CX-5 mit der Basismotorisierung hier mit dem Skyactiv G165 beschleunigt in 10,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 201 Stundenkilometer. Ja, auf der Autobahn braucht er dann durchaus echt Schwung und man muss ihn auch komplett ausdrehen, die Gänge, damit man dann diese Höchstgeschwindigkeit zügig erreicht. Ab 150 wird es echt ein bisschen zäh auf der Autobahn, vor allem auch sechster Gang drin, konstant fahren. Es kommt eine größere Steigung, dann muss man wirklich runterschalten noch. Also das ist sicherlich nicht für Langstreckenfahrer dieses Triebwerk geeignet, sondern eher für den Alltag, für Kurzstrecken, die man dann öfter fährt. Denn hier muss kein Otto-Partikelfilter regenerieren, denn es gibt hier keinen. Mazda schafft es tatsächlich mit dieser Generation von Motoren einfach die Abgasnorm Euro 6D hier mit oder beziehungsweise ohne eben den Autopartikelfilter umzusetzen. Und das ist ja für den einen oder anderen sicherlich auch interessant. Aber gibt es denn keine Spritspartechnik? Fragezeichen. Doch, die gibt es. Mazda verbaut nämlich hier eine Zylinderabschaltung. Das heißt, im Teillastbereich werden dann zwei Zylinder deaktiviert. Und leider, das merkt man allzu oft auch, denn der Mazda Skyactiv G-Motor versucht allzu oft eben diese Zylinderabschaltung zu nutzen und dann auch beim Beschleunigen merkt man eben einen gewissen Ruckeleffekt, was ein bisschen schade ist. Das Fahrwerk des CX-5 ist absolut vorzüglich und wirklich toll gelungen. Wir haben hier eine eher straffe Grundabstimmung, die aber noch genügend Komfort bietet. Wir haben jetzt hier 19 Zoll Räder verbaut, die aber dennoch, wie gesagt, noch einen guten Restkomfort bieten. Ja, kurze Querfugen werden ein bisschen störrischer überrollt und werden auch gerne dann noch mal ein bisschen an die Insassen weitergereicht. Aber der Wagen liegt angenehm auf der Straße, lässt sich sehr dynamisch sogar fahren auf kurvigen Landstraßen. Damit hängt natürlich auch das tolle Lenkgefühl und die auch präzise Lenkung zusammen. Man hat hier echt einen guten Fahrbahnkontakt und der Wagen neigt sich auch kaum zur Seite in schnell gefahrenen Kurven. So auch bei welligem Untergrund zeigt der CX-5 keine Schwäche, denn er schwingt nicht wie manch anderer mehrfach nach, um hier einen besonderen Komfort zu bieten. Nein, das wird kurz ein- und ausgefedert und dann ist das Fahrzeug sofort wieder sehr angenehm und sehr ruhig. Also hier wird einem also auch nicht schlecht, wenn es dann mal auf einen welligen Untergrund geht, wie vielleicht zum Beispiel in einem Skoda Kodiaq mit adaptivem Fahrwerk. Adaptiv ist das Fahrwerk hier nämlich auch nicht, gibt es auch nicht gegen Aufpreis, braucht es aber in meinen Augen auch nicht. Genauso wie es für mich persönlich auch nichts weiteres an Assistenzsystemen benötigt. Diese kann man dann in höheren Ausstattungslinien bekommen. In unserem Fall gibt es hier nur einen Tempomaten, keinen Abstandsregeltempomaten, dafür aktive Spurführung und eine tote Winkelüberwachung, die mir persönlich hier komplett ausreichen würde. Wer gerne einen Abstandsregeltempomaten haben möchte, der müsste dann zu einer Automatikversion greifen. Zudem gibt es den Mazda CX-5 entweder mit Frontantrieb oder mit Allradantrieb. In meinen Augen hier mit dem Skyactiv G165 braucht man keinen Allrad, denn es ist genügend oder es ist angenehm wenig Kraft untenrum vorhanden, sodass die Vorderräder selten wirklich überfordert sind, selbst bei widrigen Witterungsverhältnissen. Es gibt insgesamt 6 Ausstattungslinien für den Mazda CX-5. Da muss jeder genauer in der Sonderausstattungsliste schauen, ob und welche Ausstattungsoptionen er denn möchte. Denn die Auswahl an Einzeloptionen ist sehr gering. Die beschränkt sich nämlich auf ein Glasdach, Metalliclackierung oder Lederausstattung. Somit müsst ihr dann echt ein bisschen genauer schauen, welche Ausstattung ihr unbedingt haben wollt, zu welcher Ausstattungslinie ihr dann greifen müsst. Der Newground hier spielt so ein bisschen eben die Variante des Offroad-Styles, so ein bisschen eben mit diesen unlackierten Kunststoffteilen oder diesen silberlackierten Unterfahrschutzelementen an Front und Heck. Zudem auch so ein bisschen das Peppigere im Innenraum eben mit diesen neongrünen Akzenten.
So wie er da steht, kostet übrigens unser Testwagen 36.990 Euro gemäß Preisliste. Ich finde, das ist gut eingepreist, denn das Fahrzeug bietet echt viel, gute Platzverhältnisse, tolles Fahrwerk. Der Motor in meinen Augen, gerade für Privatkunden, die den Wagen sehr lange halten, eine echte Empfehlung, denn überschaubare Technik, solide Technik und Mazda bietet seit 2022 eine 6 Jahre Herstellergarantie. Auch das ein echtes Highlight bis 150.000 Kilometer. Also meiner Meinung nach sollte man da durchaus mal beim Mazda-Händler vorbeischauen und sich den CX-5 genauer unter die Lupe nehmen. Jetzt kommt natürlich die große Frage beim Sauger mit einem SUV, was muss ich denn da eigentlich an Spritkosten kalkulieren? 6,8 Liter ist der angegebene WLTP-Verbrauch und den unterbieten wir tatsächlich auf unserer normal gefahrenen Runde mit 6,6 Liter laut Bordcomputer und 6,6 Liter ausgelitert an der Zapfsäule. Mit dem 56 Liter großen Kraftstofftank können wir somit dann eine Reichweite von rund 850 Kilometern ermöglichen. Und wer jetzt die Frage stellt, aber was ist, wenn ich den Wagen auf Autobahn fahren muss? Auch dem kann ich helfen. Ich bin eine längere Strecke, rund 650 Kilometer am Stück mit dem Wagen gefahren auf der Autobahn. Immer so um die 140 rum, Reisegeschwindigkeit und der Verbrauch lag bei 7,3 Litern. Also auch das in meinen Augen sehr übersichtlich. Ja, man muss sich damit anfreunden mit dem Saugmotor, der eben eher die Kraft aus der Drehzahl schöpft. Wer das kann, wer das mag, genau für den ist der CX-5 das Richtige. Ansonsten habt ihr noch die Möglichkeit, zu anderen Triebwerken zu greifen, nämlich einem 2,5 Liter Vierzylinder-Sauger mit 195 PS. Ich glaube, das wäre meine erste Wahl, auch wenn es den nur mit Automatikgetriebe gibt. Oder eben zwei Dieselvarianten, 150 PS oder 184 PS. Die Diesel sicherlich für Langstrecken- oder Autobahnfahrer absolut erste Wahl. Was wäre eure erste Wahl? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wie findet ihr den CX-5? Wie fandet ihr das Video? Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dem Ganzen hier ein Like gebt und wir jetzt im Anschluss hier diskutieren. Vielen Dank fürs Reinklicken, einen wunderschönen Tag euch noch. Tschüss und Servus, euer Ubi.